Der Kongress im Mai beschäftigt sich mit dem Thema psychische Gesundheit. Es gibt so ein Sprichwort, gesunde Mitarbeiter, gesundes Unternehmen, und so ist es auch tatsächlich. Wir merken aber schon, dass man bei den Unternehmen tatsächlich oftmals es erforderlich ist, es einfach mal für das Thema zu sensibilisieren und dann eben auch sukzessive in diesen Prozessgedanken eben auch einzusteigen. Was wir allerdings auch feststellen, dass die Führungskräfte sehr wohl erkannt haben, dass sie Dreh- und Angelpunkt sind, dass sie mit ihren Mitarbeitern angemessen umgehen, dass sie ein Ohr dafür haben. Wie halte ich Menschen eigentlich tatsächlich auch im Balance vor dem Hintergrund dieser Vielfalt von Arbeitsmodellen, dieser Vielfalt von Möglichkeiten in der Zusammenarbeit und dann quasi noch in der Vielfalt quasi der individuellen Entwürfe, was Lebensmodelle und Arbeitsmodelle betrifft? Verstehen Sie mich nicht falsch, diese Ansprüche, die wir haben im Leben, die können auch Motor sein, die können uns antreiben im Leben, damit wir etwas durchziehen, damit wir durch unseren Alltag hin durchkommen, dass wir die Zähne zusammenbeißen, um auch was zu erreichen. Aber wenn Sie so zu etwas werden, wie die Mürbe vor der Nase und zugleich aber die Peitsche im Nacken, da geht es immer weiter und man setzt sich letztendlich mit diesen Ansprüchen nicht mehr wirklich auseinander. Es gibt, glaube ich, immer noch so die Idee, gute Führungskraft schafft Sicherheit. Und ich glaube, das haben wir im letzten Jahr gemerkt, dass eigentlich eine zukunftsfähige Organisation es vor allem schafft, dass Mitarbeiter mit Unsicherheiten umgehen können. Die heutige Veranstaltung wird nicht nur vom Paritätischen Baden-Württemberg organisiert, sondern auch von zwei Partnerorganisationen. Und alle drei Organisationen sind heute mit auf der Bühne. In der Tat habe ich das Privileg, dass ich aus dem Fach, das ich wissenschaftlich bearbeite, auch persönlichen Nutzen ziehen kann. Und daher weiß ich, dass Menschen gesund bleiben, wenn sie eigentlich vier Voraussetzungen haben. Wenn sie ein gesundes Selbstwertgefühl haben, wenn sie eine gesunde Selbstwirksamkeitserfahrung haben, also dass sie was bewegen können. Wenn Sie hilfreiche soziale Netze haben, die auf Reziprozität, auf Gegenseitigkeit beruhen und wenn Sie in Ihrem Leben, in Ihrem Arbeiten etwas wie Sinn erleben haben. Und immer überlegen, warum hast du das eigentlich getan und was hat dich interessiert und was möchtest du erreichen? Ich glaube, das ist etwas Wichtiges. Ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, wir sind soziale Wesen eingebunden in eine Gemeinschaft, in ein privates Umfeld. Und ich versuche tatsächlich, wenn es um die psychische Gesundheit, um die eigene psychische Gesundheit geht, natürlich auch ein Bewusstsein zu haben, dass ich mich selbst beachte, mich selbst beobachte. Und ich möchte natürlich allen Mitwirkenden auch ganz herzlich danken. Es haben so viele mitgewirkt. Alle, die heute aktiv dabei waren, wirklich haben sie großartig gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und letztendlich möchte ich natürlich auch den Zuschauerinnen und Zuschauern danken, dass sie heute dabei waren. Das war ein volles Programm. Ich hoffe trotzdem, dass sie ganz, ganz viel mitnehmen können und wünsche ihnen dann jetzt einen schönen Feierabend.